Ein herzliches Willkommen zurück bei RAW, der zweiten Folge, wo ich mein, sagen wir es mal, diese Vision Traumfloß in Anführungszeichen gebaut habe. Und in dieser Folge wollen wir erstmal ein bisschen anmalen. Ja. Und da stellt sich natürlich die Frage für mich, wie male ich das denn am besten an? Es ist eine Yacht, es soll wie eine Yacht aussehen. Und eine Yacht, das hat man immer im Kopf. Denkt man, Farbe weiß, nice. Ja. Nur ist aber das Problem, ich könnte den ganzen Rumpf und natürlich dann auch die Seiten weiß machen. Das wäre aber zu knallig. Wenn ich dies und die, also quasi die Wände weiß mache und die Geländer in einer anderen Farbe, sei es rot, sei es blau, sei es grün, gelb, ist egal. Das würde dann sehr komisch aussehen. Das würde sehr komisch aussehen. Ich könnte natürlich das Boot auch in einer anderen Farbe streichen, quasi die Wände dann in rot. Das würde dann aber wie ein Feuerwehrboot aussehen und das ist doof. Blau geht schon mal gar nicht wegen dem Meer. Das würde dann einfach untergehen. Grün? Nein. Gelb? Nein. Ja, wir hätten noch lila und so, aber diese ganzen Farben sind zu trist. Diese ganzen Farben sind zu grell. Beziehungsweise, wie gesagt, blau passt einfach nicht, gelb auch nicht, grün. Oh, das ist alles so. Deswegen habe ich mir überlegt, es wird ein doch edles Boot. Also, ich weiß noch nicht, es kann sein, dass ich mich noch umentscheide. Aber ich denke mal, das wird eine gute Wahl sein. Wir machen nämlich die Wände machen wir schwarz. Die Innenwände machen wir weiß, quasi als Kontrast, damit man sieht, wo die Decks sind. Und die Böden lassen wir entweder so oder wir nehmen hier so ein Braun. Beziehungsweise ich bin mir noch nicht ganz sicher, welches. Aber ich denke mal, ich werde die so natural lassen, also natürlich, damit das einfach so einen Kontrast gibt zu ja, schönem Holzboden und nicht so einen lackierten Kack. Und wie ich den Rest mache, keine Ahnung. Das machen wir, glaube ich, in der nächsten Folge. Ich glaube, das wird jetzt erstmal sehr lange dauern, das zu machen. Übrigens, es gibt Fallschaden. Also springt nicht aus zu großer Höhe raus. Es kann wehtun. So. Jetzt machen wir erstmal hier den ganzen Kappes-Schwatz. Natürlich, ich fange an und schon kommt der Kacker hier. Mann, Mann, Mann. Junge. Ich streiche gerade. Mal weitermachen. Ist auch nicht tiefschwarz. Na, wenn wir es so hier machen. Ja, wie man sieht, ist es nicht tiefschwarz. Es ist schwarz, aber es ist nicht. Also es geht, finde ich. So, komm. So, hier. Zack, zack, zack. Okay, doch schneller als ich dachte. Wie gesagt, es sind ja auch einige Stellen nicht schwarz. Deswegen, ich denke mal, das wird gut aussehen. Ich kann die von der anderen Seite streichen. Die kann man leider nicht streichen. Das ist ein bisschen blöd, sonst hätte ich die weiß gemacht. Das wird dann so ein bisschen aussehen wie Wellen. Oder wie dieser Wellenbruch. Wenn ihr versteht, was ich meine. Das war jetzt nicht gut, aber egal. So. Viele von euch würden es anders machen. Viele von euch würden sagen, ja, schwarz ist einfach zu Standard. Schwarz ist zu dunkel. Aber wartet ab. Guck mal wieder, wie man sieht. Es ist nicht komplett dunkel. Und das wird sich abräumen. Glaub mir, Mann. So, jetzt zack, zack.
Die müssten dann, glaube ich, weiß, ne? Die mache ich vielleicht weiß. Gucken. Ah, guck mal. Die können wir sogar eventuell noch weiß machen. Ich lasse die erstmal aus. Ich lasse die erstmal aus. So, warte mal, dann haben wir hier die andere Seite. So, zack, zack, zack. Das soll ja weiß werden. Das kommt auch alles weiß, aber das mit. Entschuldigung. Da ist die Tür. Ja, das wird schon. Das wird schon. Ja, doch. Ich verlaufe mich ab und zu verlaufe ich mich mal. Und wie gesagt, ja, ich bin jetzt wieder. Jetzt hustet sie wieder. Ach ja. Ist auch, ich habe jetzt wirklich einen trockenen Hals hier. Von der Farbe. Schlimm. Uns geht's wieder gut. Weiter geht's. So, dann müsste das hier auch schwarz. Demzufolge müsste das hier auch schwarz. Nee, demzufolge müsste das weiß. Und das würde kacke aussehen. Also einen weißen Bömmel da drauf. Deswegen mache ich das auch schwarz. Es sieht sonst wirklich doof aus. Wie gesagt, wir gucken uns das gleich mal an. Vielleicht entscheide ich mich auch noch um. Wir machen die Reling gleich nochmal weiß. Denke mal, das sieht dann gut aus. Achso. So. Dann gehen wir einmal hoch. Farbe haben wir noch. Wir haben noch mehr als genug Farbe. Halleluja. Und da muss noch was drauf. Fällt mir gerade ein und auf. Und da wir gerade Holz haben, machen wir das mal eben. Da. Dankeschön. Und gut, ich gehe da so gut wie nie rauf, Alter. Ja, ist so. Danke. Ich probiere mal was. Das geht, das geht. Und jetzt. Na, na, sag mal. Ja, jetzt mich veräppeln. Ich glaube, es sagt dir, oder? Da. Nein. So. So, jetzt haben wir nämlich das Segel auch noch mal ein bisschen von hinten verdeckt. Nehmen wir das gut. Das hier mache ich eventuell weiß. Da gucke ich aber gleich noch mal. So, jetzt machen wir weiß. Da fangen wir auch mal hier unten an. Ja, ob ich die Treppe so mache, weiß ich noch nicht. Das sehen wir dann. Hier haben wir es natürlich auch weiß. Ja. Schön, alles hier. Treppe sieht im weiß edel aus, ne? Also, immer. Muss gleich nochmal schlafen gehen. Damit wir das auch in voller Tracht und Pracht verwundern können. Das müsste ja eigentlich schwarz sein, ne? Eigentlich.
Aber ich mache es jetzt nur weiß. Meines weiß oder meines schwarz? Nee, das muss weiß. Sonst haben wir den Kontrast hier gar nicht. So, die kommen dann weiß. So. Oh, das sieht doch schon gleich ganz anders aus, ey, wow. So. Alles klar, warte mal, dann fehlt ja noch das Deck hier. Das passt ja ganz gut, dann können wir gleich schlafen gehen. So. Tür mal eben zu. Und die Infarbe noch, weiß ich noch nicht. So, und so. Ja, ich würde sagen, da gucken wir mal. Eventuell mache ich das Dach auch noch schwarz. Also ganz kurz mal. Schlafe. Wo bin ich? Da bin ich. Ja, super, jetzt regnet das. Willst du mich verkackeiern? Lustig Spiel, wirklich lustig. Ach, komm, wir gehen trotzdem gucken. Ei ist. Natürlich ist er irgendwo. Fernando. Ah, was habe ich denn gemacht? Ich bin doof. Ja, erstmal kann man das sowieso nicht sehen. Und zweitens muss ich was trinken. Aber es klatscht schon auf. Sehr gut. Wenn wir irgendwas trinken. Alter. Das sieht gleich ganz anders aus. Wo habe ich denn meine. Da. Jetzt erkenne ich die Tür. Das ist nicht so leicht. Das sieht auch gleich ganz. Alter. Also mit Farbe. Auch. Wow. Komm, wir machen den kurz voll und uns voll. 1, 2, 3, 4, 5. So, dann nehmen wir nochmal die zwei Fischchen hier. Oh, jetzt können wir. Komm. Ist nicht da, der ist da. Bis der ankommt, sind wir schon weg. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt bin ich wirklich gespannt. Ja, nice, Mann. Also, guck mal, komplett weiß, das würde scheiße aussehen. Komplett weiß wäre wirklich kacke. Mit der weißen Reling gefällt mir auch. Was mir noch nicht so ganz gefällt, ist das der Teil hier. Muss ich noch mal, das muss noch mal weg oder beziehungsweise geändert werden. Ich glaube, das mache ich auch noch schwarz, aber wenn ich das hier schwarz mache, dann haben wir halt so einen abgekackten Teil, der hier nur verbunden ist. Also gefällt mir auch mit der Oberfläche, mit dem Holz. Sehr gut. Das Blöde ist halt nur, hier sieht man den Boden, das ist halt braun, aber ist halt so. Ja, mache ich das dann schwarz? Mache ich das weiß? Oder mache ich das nur da weiß und da schwarz? Schwierig, schwierig. Das ist wirklich schwierig. Also sonst finde ich top. Blau. Das wäre hier zu doof. Rot wäre, glaube ich, zu knallig oder zu farblos. Genau dasselbe mit Grün und Gelb. Schwarz ist nicht zu schwarz. Schafft einen guten Kontrast, sodass man hier die Reling und die Oberfläche halt, wo läuft, ich weiß jetzt nicht, wie das heißt, dass man das besser sieht. Und ansonsten. Das da drin will ich auch noch mal weiß machen.
Das würde ich dann wirklich nochmal schwarz machen, dass es so eine Art Dach dann ist. Ansonsten muss ich mal gucken, vielleicht. Ich muss mal gucken, bis zur nächsten Folge. Entweder lasse ich das so oder ich ändere das nochmal. Kann ich aber nicht sagen. Ich muss mal gucken. Ja, ihr könnt mal gerne eure Meinung da lassen. Ihr könnt ja auch mal gerne in den Kommentaren schreiben, was ihr so gebaut habt. Beziehungsweise könnt ihr mir auf Insta mal ein Foto schicken, was ihr so da gebaut habt. Beziehungsweise wie ihr das angestrichen habt. Da kann man sich so ein bisschen austauschen, wer wo was gemacht hat. Da kann man sich so Ideen holen. Vielleicht mache ich jetzt noch was besser oder ihr habt von mir irgendwas, das ihr dann da noch einbauen wollt in eure Sachen. Ich denke mal, wenn ich mit der Welt fertig bin, mit der Yacht, gucke ich mal, dass ich die freigeben kann. Wer Lust hat, kann es ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wer die Welt hier mal gerne selbst spielen würde. Dann würde ich die aber mit leerem Schiff übergeben. Also das Schiff ohne Anker und ohne alles. Also wirklich nur das Schiff, dass ihr eine Basis habt, aber den Rest selbst machen müsst. Wobei der Vorschuss ist ja auch schon erforscht. Also ja, wir gucken mal. Dann danke fürs Zuschauen. Nächstes Mal geht es weiter. Ich weiß nicht, ob ich nächstes Mal zeige, wie alles eingerichtet ist. Oder. Ach, gucken wir mal. Ne? Bis dahin, danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Habt einen schönen guten Morgen, guten Abend und eine gute Nacht.